Willst du nicht mal rangehen? Nee, ich mach einen Wecker. Guten Morgen, Udo. Ja, guten Morgen. Nee. Moin. Nee, dann hast du, weißt du, ich bin seit 3 Stunden ungefähr so. Die schreiben mitten in der Nacht, schreiben die wegen die Platzbelegung. Das ist nicht normal hier in diesem Verein. Die haben noch andere Sachen zu tun. Dann fängt das an. Um das System zu realisieren oder wie der Scheiß heißt, wollen sie alle auf dem Hauptplatz spielen. Wir haben 5, also eine Damenmannschaft und 4 Herrenmannschaften. Und alle wollen auf dem Hauptplatz spielen. Ganze Nacht klingelt mein Handy. Mir hört ja wieder keiner hier. Ist sowas von gelernt, wie sieht denn hier dann wieder aus? Ist hier wieder ein Sau, der Arsch explodiert oder was? Sortieren hier gerade Sachen? Ja, sortieren. Ey, Pinke. Leere Kartons werden nicht entsorgt. Alles voll mit Klamotten. Hinten mit Klamotten. Und wer kriegt nachher wieder Schuld? Mir. Weil die Hälfte bleibt wieder liegen, das wird doch nicht alles mitgenommen. Nee, seit gestern Abend geht die Scheiße hier richtig los. Bist du denn so gestresst? Ach, Wilke, gestern Abend, 9:30 fing's an. Udo, wir haben 3 Heimspiele, Freundschaftsspiele, Vorbereitungsspiele. Udo, wir haben 6 zu Hause. Dann fehlt noch die 2. Herren, dann fehlt noch die 3. Herren und dann fehlt auch die Dame. Und das Schönste ist, alle wollen auf dem Hauptplatz. Und im September, wenn es stattfinden sollte, das St. Pauli-Spiel, haben wir einen Acker da. Das wird nicht. Mir hat zu sagen. Ich habe gesagt, ganz vernünftig und wirklich ganz vernünftig, ihr könnt auch mal auf dem Trainingsplatz spielen. Nee, schrieben sie dann, das geht nicht, dann kann ich das System nicht umsetzen. Ey, wenn ich auswärts gehe, dann muss ich doch nicht verlangen, dass ich auch auf dem großen Platz spiele. Dann muss ich vielleicht auch auf dem kleinen Platz spielen. Und kann ich sagen, nee, da kann ich aber nicht mein System spielen. Die haben sie nicht alle, das werden wir auch nicht zulassen. Ich kann hier auch, das ist auch ein Fußballplatz. Mann, und das ist das ja. Und dann kommst du hier mit so einem Hals. Mit so einem Hals. Noch nicht mal Zeit gehabt, mit zum Friseur zu gehen. Muss auch noch gleich einen Termin. Hab ich gleich auch noch. Muss alles hier umlegen. Bringt mir mir auch nicht mehr drüber auf. Bringt nichts. Und dann schreibt der andere Trainer mir auch noch. Mit der zweiten Herren. Die wollen auch gerne. Ja. Mir wird jetzt beim Landkreis noch ein Sportplatz beantragen. Das am frühen Morgen. Bin aber ehrlich jetzt, mir macht ja viel Spaß mit. Aber das geht jetzt zu weit. Was soll ich denn noch machen? Soll ich mich 2 teilen? Soll ich mir 3 teilen? Kannst du mir das mal sagen? Da brauchst du ja 3 Termine beim Friseur. Ich muss ja mal lachen. Hier ist so ein stinkendes Gulasch, so hohl. Ich habe schon vieles erlebt, aber mir wird gleich hier wahnsinnig. Aber das ist ja das Schönste, ihr bringt mich ja noch wieder zum Lachen. Was ich will, Fried, langsam hochgehen, könnte eine Genickstarre verursachen. Mann. Wie ich dir sage, Wilfried kommt gleich runter, setzt sich da hin, raucht eine Zigarette, dann anschließend geht er wieder nach oben, ist zu warm. Sag ich dir jetzt schon, wie es ist. Ich kann das genau sagen. Setzt er sich da hin, raucht dann genüsslich seine Zigarette, guck's hin, ist er wieder oben und da geht's der Fraxe, was ist los? Mir ist zu warm. Und mir muss die ganze Soße alleine machen. Ihr habt euch das alle gewünscht. Wege hat ja wieder Scheiße bestellt in Teleshopping und mir muss das jetzt setzen. Ich hab hier nichts anderes zu tun, als Donnerstagmorgens um 8 Uhr auf dem Platz zu sein. Guck eben, wie schön der Rasensprenger den Platz hier nass macht. Mir hat keine Zeit für Rasensprenger! Liebe Zuschauer, Wege hat ja in seinen Story letztens Teleshopping so ein Zeug bestellt. Wer muss das wieder testen? Mir. Und wer kriegt anschließend eine Anzeige von Teleshopping? Mir natürlich. Wieso? Ja, weil das mit der Weg funktioniert, weil ich mich darüber ärgere wieder. Und Scheiß hat mir lange nicht gesehen. Rasen zum Sprühen. Und wer denkt, das ist Werbung, das ist keine Werbung. Wen hat er tatsächlich für bezahlt?
Und wir testen das jetzt. Für sowas würde ich noch nicht mal eine Unterhose abgeben. Wo willst du jetzt denn hin? Wir gehen nach Dubai. Holt Rasensaat, der das schön blüht, wie in der Wüste. Udo, wir müssen das doch noch richtig vorstellen eben. Mann, Wilke, der braucht doch nur einen Schlauch dran und dann kannst du brrr. Die muss immer alles genau, ne? So, komm, ich kenne das Ding nicht. Hast du das durchgelesen? Nee, du testest das doch. So eine Sprühfrisur für mich erfinden. Dann kann mir das neue Haare machen. Liebe Zuschauer, mir präsentiert Hüder und Maus Sprührasen zum Testen. So, jetzt lass uns anfangen. Jetzt bin ich gespannt. So, ich mache jetzt auf. Da ist ja gar keine Farbe drin. Da musst du Wasser reinpacken, oder was? Ja, und dann ist da Farbe, oder wie? Da steht doch Farbe. Ist das für ein Scheiß? Ja, also wirklich jetzt. So, ich glaube, man, mir muss erst Anleitung lesen. So, fängt das an, andere Sprachen, das kann ich nicht, Was ist das für eine Sprache? Da, das ist Deutsch, Gebrauchsanleitung. Ja, jetzt keine Zeit für Gebrauchsanleitung, mir macht das so, ohne. Komm doch eben wieder her. Aber ich will anfangen. So, oh, nochmal eingepackt. Ich hab keine Zeit für 1000 Verpackungen. Oh. Im Fernsehen machen die das auch ganz einfach. Wie denn? Ja, einfach reinkippen und fertig. Wie soll ich das reinkippen, wenn das noch in der Tüte ist? Warte mal. Halt mal die Tüte hoch. Pack mal die Packung unten weg. Nur die Tüte hochhalten. Ein Foto machen, warte. Jetzt habe ich ein Beweisfoto, dass du hier Drogen auf dem Fußballplatz verkaufst. Mir haut dir gleich eine Scheitel. Aber so ein Scheitel. Mir ist jetzt wirklich. Mein Gott nochmal! Keine dummen Ideen! Mir hat Schnauze voll! So, warte. Was ist? Und jetzt habe ich die Scheiße auf den Fingern. Und schmierst du sie in die Hose? Nein! Ja, das ist ja Arbeitshose. So. Das ist grammmäßig. Ja, was soll das sonst sein? Hektar? Was ist Hektar? Fläche. Also Quadrat mal Quadrat. Hä? Fläche ist doch quadratisch. Wenn du sagst, ein Hektar, das ist eine Fläche. Ja. Und wenn du sagst Gramm, das ist eine Gewichtsanzahl. Ja, das weiß ich auch, dass Gramm Gewichtsanzahl ist. Also das sehe ich ja bei dir. Komm mal mit 1 Gramm nicht hin, du Mehlsack. So, Anleitung, mir kippt jetzt das Pulver da rein. So, weg. So, Wasser drauf. Rein. Wasser drauf! Rein? Das ist ein Behälter, da kippt man noch Wasser rein. Ja, aber man sagt doch auch Wasser drauf. Nee, Wasser rein. Liebe Zuschauer, wie beschreibt man das? Wasser rein oder Wasser drauf? Wasser drauf kippen oder Wasser rein kippen? In diesem Scheiß ist jetzt Pulver drin und mir hat die ganzen Finger jetzt schon grün. Also funktioniert. Ja. Guck die Hände an, mein ganze Kacke an den Fingern. Mann. Ja, jetzt wird's noch grüner. Oh, Lippe aus. Guck dir die Hände an. Andere Leute ziehen sich da auch Handschuhe bei an, Udo. Oh, nee. Ja. Nie hier. Die Krise. Geh dir meine Hände an. Mir sieht aus wie Grinch. Ja. Wenn ich das nicht runterkriege, dann läufst du. Ich hab 3 Tage, hab ich Zeit. Ja. Guck dir die Hände an, Wilke. Ich hab hier eine ernst gemeinte Frage. Ich zeig doch mal einmal deine Hände. Ganz eine ernst gemeinte Frage. Ja, du stell die Frage. Muss ja wieder beikommen. Die ernst gemeinte Frage ist, du weißt, dieses Pulver wird grün, wenn man es mit Wasser vermischt. Ja. Du kriegst das Zeug auf die Hände. Ja, du komm am Punkt. Nimmst keine Seife und nix und machst das mit Wasser sauber und wunderst dich, dass deine Hände grün werden. Eine dumme Idee. Teleshopping was bestellt. Guck dir das an.
Ja. Udo, das muss auch auf dem Rasen und nicht auf die Hände. Ja, hättest mir auch vorher sagen können, dass ich Handschuhe anziehen muss, weil er so farblich ist. Nimm mir richtig auf. Habe ich hier eine Fresse auch noch. Schnauze so voll. Was machst du? Nee, er hat keine Lust mehr. Wieso ziehst du? Mia hat mal, geh weg. Was ist das? Das ist verkehrt, was wir machen. Was du machst? Du hast also zu mir gesagt, ich soll Wasser drauf machen. Da muss ein Schlauch dran, das hast du doch selber gesagt. Und dann läuft etwas. Mir knallt hier gleich ein mit der grünen Hand. Scheiß, guck dir das mal an. Das ist Kleen, ist das. Das ist nichts, irgendwas. Das ist genauso, als wenn ich irgendwie mit dem Kind kneten tue, oder was? Ich krieg da nie wieder. Udo, hör mal! Ein Düsenjet! Wir haben keine Zeit für ein Düsenjet! Ich muss Finger sauber machen! Fernsehen ist das aber auch immer alles ganz grün und sauber, wenn die das machen. Mir ist nicht auf dem Fernsehen, mir ist auf dem Sportplatz! Also normalerweise dauert so ein Test 3 bis 4 Minuten. Ja. Hier 20 Minuten und hast du noch nicht mal getestet, bist aber komplett grün. Ja, weil mir kein Wasserschlauch hat, weil mir Anweisungen gefolgt hat, die du mir gegeben hast und ich sehe aus wie ein Grinch. Ich komm nie wieder raus. Das ist doch, wenn ich jetzt das spritzen würde, das würde auch nicht wieder rausgehen. Nachher wachsen mir da Gras durch die Finger, oder was? Das muss runter jetzt. Vielleicht arbeitet das Zeug ja im Gegensatz. Wenn du dir das jetzt in die Nase sprühst, wachsen da keine Haare mehr. Weißt du was? Mir haut dir gleich links und rechts mit der grünen Hand so ein, dass du die Fingerabdrücke noch spürst in 100 Jahren. Schau, mir ist genervt, aber die Flecke machen wir grün, wenn es mal funktioniert. Weil meine Finger funktionieren. Wo kriege ich jetzt dein Wasser? Sag mal her, dreh mal um. Geht nicht. Wo willst du denn hin? Ich will mir jetzt den Arsch putzen, dann habe ich den auch noch grün. Höre mal. Frauen noch so blöd. Udo. Nee. Deine scheiß Ideen wieder. Hast du dir Farbe reingemacht? Ist da Farbe drin? Ab, Udo, nicht raus! Nein. Das ist so eine dumme Suppe. Krieg ihn runter! Was sprühst du dir das auch auf die Hände? Ich sprühe dir gleich ein, da kannst du aber hingucken. Scheiß Idee! Meine Fresse, krieg ihn runter! Ja, du brauchst nicht so blöd lachen. Sag mal her, deine Hände. Ja, scheiß Ideen. Hab ich denn auch noch Indianer? Kriegswart. Ich mag ja vieles mit. Aber komm mir denn so eine Scheiße nie wieder an. Udo, wir haben ein ganz tolles Produkt aus dem Teleshopping-Kanal. Das funktioniert. Das funktioniert auch. Kriegst nie wieder von innen ab. Hat es eine heiße Nacht mit einer Gurke? Oh, wow. Ganz ehrlich, du bist so was von hohl. Das gibt es nicht. Boah, wie ist das? Der ist so was. Tell me doch. Bei aller Liebe. Nein. An den Marshmallow nicht so gut fahren. Die Marschmenschen? Ja. Was sind denn Marschmenschen? Mit dem UFO gekommen, was ist mit dem UFO? hab ich vielleicht hier oben Fühler? Nü, nü. Du bist genauso blöd. Ich muss mal vorstellen. Nü, 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 nü. Hallo Udo, ich komme vom Mars Jupiter. Hier ist Jojo Bononoke. So was blöd. Vom UFO Marsianisch für Platzwart. Seid ihr hohl. Schlauch passt nicht. Da hinten ist er zu dick. Da habe ich nicht keinen Anschluss.
Hier eine Dusche habe ich zu kurz. Das ist ein Abstellraum. Ja, den Abstellraum. Jetzt muss ich in Dusche und muss da suchen, ob das richtig passt. Mann, mit so einer Scheiße brauchst du mir nie wiederkommen. Was hast du jetzt denn vor? Ja, mir geht jetzt ins Schwimmbad. Mehr Jungfrauenausbildung machen. Und das musst du nur fragen. Jetzt haben wir den Anschluss hier auch weggenommen. Hey, das kannst du hier nicht erfinden. Jahrelang hängt dein Anschluss. Kannst du runterschlucken. Jetzt ist er weg. Der mal hier umgebaut wird. Nee, ehrlich? Wo bist du? In Hollywood. Das ist dann ein Aufwand für ein blödes Video, echt. Da steht er da auch noch wie ein Wildsack und guckt mich blöd an. Nur noch den. Zieh mal an. Oh, der ey, bei aller Liebe, was soll das? Wollt ihr mich alle heute ärgern? Wollt ihr mir nur gegenkratzen? Das gibt's doch nicht. Wer hat den Schlauch da drauf gesetzt? Im Fernsehen sieht das immer alles ganz leicht. Hau ab! Oh ja, danke. Wilfried? Wir haben jetzt eine andere Teststrecke, wir machen das jetzt hier. Und genau, so soll hier das muss noch Rasen gesät werden. Ja, und so soll das wohl funktionieren. Wie? Mit Wasser. Wenn ja, du sollst es doch erklären, du testest es doch. Jetzt kommt Wasserdruck und dann füllt er sich und dann kann ich hier oben einstellen mit Sprühen. Und er füllt sich nicht. Oh. Ich krieg hier eine Krise. Wie mein Auto! Da gibt's noch eine Düse vor, was ich dir sage. Leck mich am Arsch. Derzeit hätte mir die ganze Nordsee bepflanzt mit Gras satt, wie das hier dauert. Wieso kommt da kein Wasser durch? So kommt mir da kein Wasser durch, er macht Wasserschlauch an. Oh. Wassermarsch! Ja, Wassermarsch hier oben durch. Und. So. Hier. Der ist aber ja gar nicht grün. Ja. Ihr testet jetzt, ob grün wird. Jetzt zeigt nochmal das Gerät. Das ist doch nur geklebt. Mir wird verrückt. Hier ist grün. Du überschwemmst das doch gerade. Nein. Im Fernsehen sieht das irgendwie schöner aus. Ja, im Fernsehen sieht alles schöner aus. Du und mir, dir nicht. Bist du sicher, dass das so richtig ist? Ja, mir ist ganz sicher. Bis weißes Wasser kommt, dann ist Frieden. Wer erklärt das dem Vorstand? Du. Das ist ja noch gar nicht grün, Udo. Ja, was meinst du eigentlich, dass ich das 10 Sekunden drauf hat und mir schießt das schon in den Boden, oder was? Das Ergebnis, mir ist da nicht von überzeugt, zusammenzubauen ist schwer, klitschenass, wenn das nicht alles richtig funktioniert. Und mir muss ja jetzt 8 Tage warten, ob überhaupt Gras rauskommt. Also mir würde sowas nicht bestellen. So, Video ist vorbei. Daumen nach oben, wenn euch das gefällt. Mir hat auch keinen Bock mehr. Mir ist nur noch nass und grün. Fingergrün, Hose klitschnass, als wenn ich ein Pipi gemacht hab. Mit deinen Scheißideen. So, liebe Zuschauer. Mir hat jetzt Wilke eine Wette angeboten. Ihr könnt jetzt in den Kommentaren abstimmen und die Wette lautet wie folgt.
Jeder von uns hat drei Schuss von dem Tor zum anderen Tor und die Außenlinie ist das Ziel. Wer am nächsten rankommt an der Außenlinie, hat gewonnen. Und derjenige, der verliert, der zieht ein Feenkostüm an, natürlich auch mit dem Wunderstab, und macht dann den sterbenden Schwan hier so. Der muss dann im Mittenkreis richtig tanzen. Ich habe gestern bei der Arbeit überlegt, wie kann ich wirklich wohl mal einen reingeben. Mir wusste ja gleich, Wilke hat ja den stärkeren Schuss. Also habe ich das gesagt, wer am nächsten an der Außenlinie, dann habt ihr auch eine Chance. Also stimmt in den Kommentaren ab, was ihr davon haltet. Wenn wir die Wette machen sollen, schreibt in den Kommentaren Udo gegen Wilke. Du bist dir ganz sicher, dass du es machen willst? Ja! Du kannst ja mit Kraft alles machen, aber wenn der rüber geht, dann ist er aus, dann hast du null. Und wenn ich dann hier vorne irgendwo den Ball liegen lasse, ne, dann hat mir schon einen Punkt. Und drei Punkte sind zu erreichen, also musst du mindestens zwei Punkte haben. Und ich kenne dich ja, du hast ja verdammt einen strammen Schuss. Und wenn er dann rüber geht, hat mir eine Riesenchance. Und mir wird diesmal wirklich alles geben, dass der vor der Linie liegen bleibt. Zuschauer, stimmt jetzt in den Kommentaren ab, Udo gegen Wilke. So, und jetzt ist auch gut so, tschüss. Welche Größe hast du denn? Ich kann direkt das Kleid für dich bestellen. Da kannst du vergessen, diesmal wird Udo wirklich alles geben. Liebe Zuschauer, mir soll jetzt ein Outro machen. Mir hat keine Ahnung von Outro, nicht? Aber lasst einen Daumen unter den Kommentaren drin oder abonniert unseren Kanal oder wie auch immer. Ich hab da auch keinen Bock. Du hast dir nicht ein Wort gemerkt. Nicht ein Wort hast du dir gemerkt. Weil das alles zu viel ist. Wir machen hier jetzt ein Outro, sagst du. Ich weiß doch noch nicht mal, was Outro ist. Abonniert jetzt den Kanal, mir hat auch kein Bock mehr hier. So, tschüss. Nee, du lachst. Was ist Outro? Das kommt am Ende. Ja, Outro, da kannst du mal sagen, das ist Schlusswort. Du bist sowas von kompliziert, bist du. Outro, Outro. Oh, ich mach jetzt ein Outro. Da liegt ein Haufen. Der muss jetzt in die Schubkarre. Blödsinn, Auto.